Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Die letzte Folge war sehr, sehr geil. Wir haben das Sumpfland gefunden. Wir haben hier einen richtig geilen Standort für eine neue Basis gefunden. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe so viele Pläne im Kopf, was wir hier jetzt demnächst alles noch machen werden. Aber bevor wir das tun, machen wir uns jetzt erstmal wieder in den dunklen Wald zurück und suchen noch mal ein bisschen Kupfer. Ich werde das dann auch außerhalb des Let's Plays mal noch etwas stärker betreiben, sage ich mal. Also definitiv noch ein bisschen mehr zusammensuchen, dass wir da wieder Vorrat haben. Aber ich würde jetzt sehr gerne die Bronzeaxt endlich mein eigen nennen können. Weil so ein Portal wäre schon cool, gerade wenn wir hier jetzt eine zweite Basis errichten. Wäre das schon echt Gold wert. Deswegen geht's jetzt nochmal in den dunklen Wald. Wir haben ja definitiv ein ganz paar Stellen markiert, wo Kupfer ist, und dann sammeln wir mal ein bisschen was. Damit wir zumindest das schon mal haben und uns hier hin und her teleportieren können. So, jetzt haben wir gerade nicht unbedingt viel Ausdauer. Lass uns mal noch ganz kurz etwas regenerieren, dass wir hier sicher rüberkommen. Ich glaube, beim Schwimmen bringt uns auch Eiktür nicht viel. So, dann lasst mich mal kurz schauen, wo hatten wir denn als nächstes mal Kupfer? Das ist irgendwie schon wieder ganz schön weit weg hier oben irgendwo. Hier war ein Dungeon, hier eine Base. Nee, das bringt alles nicht so viel. Vielleicht laufen wir hier mal links, dann kommen wir ja wahrscheinlich auch in den dunklen Wald. Ah, oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Und dann sollten wir ja hoffentlich schnell Kupfer finden. Abbauen, zurück in die erste Basis. Und dann mal gucken, dass wir uns zwei Portale bauen. Hier geht schon wieder Bergland los. Weiß nicht, ob es Bergland hieß, aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Ach, ein Berserker, geil. Im Bergland ein Berserker. Wir haben null Ausdauer. Und der Typ pfeffert halt echt ordentlich rein. Nicht hängen bleiben. Zum Glück ist er relativ langsam. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, den einmal zu zerschmettern. Au. Ach, und hier kommen schon wieder Schamanen und Krautzwergenarmee. Scheiße. Fast keine Ausdauer und wir haben auch schon wieder nur noch 50 Leben. Mal die Krautzwerge weg. Müssen wir wieder ein bisschen Ausdauer regenerieren. Dann gehen wir auf den Berserker los. Komm, schlag mal zu. Den können wir glücklicherweise noch mit unserem Holzschild blocken. Und die anderen, die können wir erstmal... Na, das Skelett. Ach, es ist halt wirklich nachts im dunklen Wald. Es ist eigentlich dumm, dass ich überhaupt hierher gerannt bin. Ja, wir haben halt kein Bett in der Nähe gehabt. Dann muss man halt auch mal ein bisschen was riskieren. Wo wir eigentlich sogar noch im Grasland sind. Aber es war halt genau die Grenze. Ja, jetzt sind wir gerade im dunklen Wald angekommen. Ist das hier vielleicht mal Kupfer? Natürlich nicht. Wäre viel zu groß dafür. Weiß nicht, ob ich euch mal eine Fackel anmache. Kann man da hinten Krautzwergen? Nee, 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 nee. Ach Gott, woher? Hab ich ja gar nicht gesehen. Komm, lasst mich mal alle in Ruhe. Ich will wirklich nur ein bisschen Kupfer abbauen. Sonst habe ich nichts Böses vor mit euch. Hier was. Auch nur Stein. Hoffentlich finden wir schnell was. Aber es sollte ja eigentlich kein Problem sein. Laufen wir auch so ein bisschen in Richtung zu Hause. Das heißt, ein riesen Umweg ist es nicht. Da hinten hätten wir nochmal uralte Samen. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal brauchen.
würde es jetzt erstmal links liegen lassen. Alles nur Stein. Naja, hier, Kupfervorkommen, sehr gut. Und einmal reinklotzen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch gebraucht haben. Wir nehmen jetzt erstmal so viel mit, wie wir tragen können. Und hoffen mal, dass wir dann die Bronzeaxt basteln können. Vielleicht kriegen wir ja dafür mal noch einen Skill. So wie wir es jetzt mit dem Uralten haben. Was das Holzfällen angeht, vielleicht noch hier für... für Erzabbau. Das wäre auf jeden Fall viel wert. Oder vielleicht kriegen wir auch mal noch eine coolere Spitzhacke. Aber wenn das ganze Spiel jetzt so weitergeht, dass wir hier eine Stunde brauchen für 3 Kupfer, dann wäre das echt ärgerlich. Es braucht halt echt schon seine Zeit. Tut mir leid, dass es ein bisschen langweilig ist, aber... ah. Es gehört halt dazu. Wir müssen es machen. Ach, Ausdauer. Ja, wir müssen uns dann wirklich mal beschäftigen, wie wir Met brauen können. Irgendwas, was die Ausdauer pusht. Ich sag's, glaube ich, schon zum 5. Mal, aber es wäre echt dringend nötig. Wir haben jetzt auch gerade nicht die beste Kombi an Essen. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, das gebe ich zu. Aber zumindest verbessern wir auch die Fertigkeit. Das heißt, wenn wir die mal auf 100 haben, sollte es ja wahrscheinlich auch ein bisschen besser vorangehen. Wie viel haben wir denn jetzt zusammen? 10 Kupfer. Müsste wahrscheinlich schon reichen für die Axt. Aber wir können noch ein bisschen was tragen, also lasst uns das noch schnell abbauen, dann geht's wieder nach Hause. Jetzt wird's ja zum Glück auch langsam wieder hell. Immer mal kurz schauen, ob hier irgendwas angerannt kommt. Halt immer sehr, sehr ungeil, mit null Ausdauer in den Kampf zu starten. Ich höre die ganze Zeit, was klingt wie eine Schlange. Aber vielleicht sind es auch nur die Blätter. Ja, dann machen wir uns auf jeden Fall die Axt. Dann gucken wir mal, dass wir Birken finden. Aber ich glaube, an unserer ersten Basis waren auf jeden Fall ein paar in der Nähe, die wir da nicht reingekriegt haben. Und dann können wir uns ein Portal basteln, dass wir hier hin und her springen. Ich hoffe zumindest, dass es dann alles schon geht. Also die Zutaten sollten wir dann alle haben. Ob wir da noch irgendwas Spezielles brauchen, um das zu aktivieren, keine Ahnung. Komm, mach das Ding noch klein. Dann reicht es wahrscheinlich eh erstmal vom Gewicht. Nein, kein Kupfer. Beinerei. 277. Na komm, lass uns noch einmal eins kleinklopfen. Und der letzte. Bam. So, jetzt gab es auch nochmal Kupfer. 289 ist okay. Wir müssen uns nochmal was zu essen reinpfeffern, aber wir haben keine Blaubeeren mehr. Das ist äußerst schlecht. So, geradezu eigentlich nur, ne? Dann kommen wir an und wir haben auch wieder ein Stück Gebiet erkundet. Moment. Wir haben hier noch etwas Restkupfer mit Semikolon dazwischen, damit wir wissen, dass es nur ein Rest ist. Eiktür ist leider schon wieder weg. Die Spitzhacke wäre jetzt sowieso gleich kaputt gewesen. Da hat es ja eigentlich ganz gut gepasst. Na, möchtest du mir in die Arme rennen? Leider nein, da hinten haben wir noch so ein Nest. Und jetzt finden wir die ohne Ende, ne? Es ist immer Wahnsinn.
findest du es erst, wenn du nicht danach suchst, obwohl man es in dem Spiel eigentlich kaum behaupten kann. Weil ich zumindest bis jetzt immer recht viel Glück hatte. Ist doch gut. Auch alles noch Kupfer? Ja, auch noch? Nee. Aber das hatten wir uns schon markiert, alles klar. So ein Fahrrad wäre cool. Oder ein Pferd, was wir vielleicht noch zähmen können und reiten. Das wäre auf jeden Fall auch geil, dass man ein bisschen schneller vorankommt. Gibt's aber leider nicht, zumindest noch nirgendwo gelesen. Vielleicht wird's ja irgendwann mal noch mit einem Update kommen. Zumindest sind noch sehr viele Sachen geplant, habe ich jetzt erfahren, die da noch kommen sollen. Jetzt nichts in die Richtung, aber so generell ist ja klar, sobald die Spieler irgendwann einen gewissen Fortschritt erreicht werden, muss man natürlich neue Sachen bringen, ansonsten wird es langweilig und die Leute hören auf mit Spielen. Und das ist verständlicherweise das Letzte, was die Entwickler wollen. So, wir haben es gleich geschafft, dann sind wir wieder zu Hause, dann endlich eine Bronzeaxt. Aber wir müssen es vorher noch einmal durch den Schmelzofen werfen. Kohle sollten wir eigentlich genug haben. Ich habe eine ganze Menge Holz auch in Kohle verwandelt, deswegen waren es nicht ganz so viele Holzstapel, die ich neben unserer Hütte aufbauen konnte. Weil ich ja auch das ganze Metall bzw. die ganzen Erze geschmolzen habe. Das halt eine ganze Menge Holz braucht für die Kohle. Ist doch gut. Ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal mit dem Wildschwein. Also jetzt nicht mit dem Besiegen, sondern ich habe jetzt überlegt, wir könnten den natürlich noch in unsere Zucht mit einbringen. Aber ich meine, wir haben jetzt 4 Schweinchen, die Ferkel werden ja auch groß werden und die vermehren sich dann bestimmt auch noch. Wird zwar alles ein bisschen Inzucht, aber okay. So ist das halt. Sind die schon groß? Aber ich glaube, die sind schon groß. Guckt mal. Cool. Geht aber schnell. Seid ihr lieb? Ihr seid alle hungrig wie Sau, ne? Haben wir Pilze? Wir haben keine Pilze. Ich glaube, ich werde auch hier mal noch eine kleine Truhe oder so daneben stellen. Nur mit Pilzen. Dann müssen wir nicht jedes Mal hier rein. Ja, die sind halt echt ganz schön hungrig. Die kleinen Biester. Weiß halt nicht, ob wir hier mehrere Pilze auf einmal reinwerfen, ob sich dann jeder einen nimmt. Weiß es nicht. Ich mach's jetzt lieber erstmal so. Dann hat hier jeder einen Pilz und gut ist. So, dann hauen wir einmal hier drüben. Kupfer rein. Kohle ist noch 6-mal drin. Das Holz, was wir haben, auch direkt erstmal hier mit reinwerfen und Kohle haben wir definitiv auch hier, ich glaube, in der Steinkiste mit drin. Ja, 17 Stück. Dann basteln wir gleich noch die 2 Bienenstöcke. Dann hätte ich jetzt, glaube ich, gerade das Holz nicht verpfeffern dürfen, aber okay. So, sehr gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt nochmal Holz. Ich glaube, das habe ich vor uns mit in die Werkzeugkiste geschmissen. Jo. Richtig geglaubt. Und dann können wir hier mit dem Bauhammer uns doch noch 2 weitere Bienenstöcke bauen. Ich glaube, diesmal mit ein bisschen mehr Abstand. So vielleicht, weil das eine hier irgendwie ist da zu wenig. Einmal Honig. Der ist leer, weil da brauchen wir freie Fläche. Hier haben wir Honig. Hier haben wir Honig. Also die eine, die funktioniert noch nicht so ganz. Muss ich auch mal noch umbasteln, aber das kann ich mal in Ruhe machen. Lass uns schnell das Inventar leer räumen. Dann machen wir uns die Bronzeaxt und dann gucken wir mal, dass wir in der Folge noch eine Birke im Boden gleich machen.
Ach, bin ich froh, dass die Truhen endlich sortiert sind. Schlammhammer, da habe ich noch gar keinen Platz für. Machen wir erstmal hier mit bei Sonstiges rein. Die Augen brauchen wir übrigens auch. Also die Augen und die Kerne, glaube ich. Das ist das, was wir für das Portal brauchen. So, Federn, dann können wir Stein noch wegpacken. So, und was haben wir noch? Die Pilze können wir erstmal noch eingesteckt lassen. Die Trophäe kann noch weg. Keine Ahnung, ob wir die irgendwann mal noch verkaufen können. Oder was wir damit später noch anstellen. So, dann haben wir das. Lasst uns noch mal kurz schauen, was das jetzt genau gebraucht hat. Bronzeaxt. 8 Bronze. Lederreste haben wir hier oben noch einstecken. Das sind die Innereien. Also brauchen wir 16 Kupfer und 8 Zinn. Wir haben jetzt mit dem zusammen 13 Kupfer und Zinn haben wir definitiv genug. Also müssen wir eigentlich bloß noch hier vorne das Kupfer abholen, was hier schon liegt. Damit haben wir 4. Und damit müsste es doch passen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, haut hin. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Du schaffst es trotzdem bis darüber. Komm schon, quäl dich. Quäle dich. Jetzt. So. Wo haben wir die gute Axt? Da haben wir sie. 8 Bronze. 5 haben wir. 6. 7. Und 8. Sehr schön. Die Bronzeaxt. Wir haben es endlich geschafft. Ich freue mich. Wir haben den Gegenstand. Lasst uns noch schnell. Ah, wehe, der bleibt jetzt stehen, wenn die Ausdauer leer ist. Ah. X17. Gut, die Erze, die werfe ich gleich mal nach vorne rein. Das kann ja nebenbei schon mal ein bisschen brodeln. Und dann lasst uns mal schnell nach einer Birke Ausschau halten. Denn wir haben jetzt die Bronzeaxt. So. Hier haben wir doch gleich welche. Das waren die doch, ne? Ist das Birke? Das ist Birke. So. Bam. Können wir natürlich dann mal gucken, wie schnell mit der Bronzeaxt auch die normalen Bäume kaputt gehen. Wird ja hoffentlich auch ein bisschen schneller gehen. Mit dem uralten Skill da noch. Sollte bestimmt cool werden. So, Edelholz, Edelholzbulgen, Bulgen, Humpel, irgendwas, Schmiedekühlvorrichtung, Drachenverzierung, Tisch, Portal, Wächterstein, Bank, alter Schwede, Objektständer, schwarze Banner, blaue Banner, Karve, noch ein Banner und ein Fermentierer. Geil, den Fermentierer brauchen wir, glaube ich, für das Met. Wahnsinn, wie viel... Huch, einmal weggeflogen. Wie viele Sachen jetzt dazu kommen, nur durch so ein bisschen Holz. Sehr geil. Und wir können jetzt auch Tische und sowas bauen. Und die Banner, das bringt halt alles Gemütlichkeit. Das heißt, unser Ausgeruht-Skill wird in die Höhe schießen. Ach, komm. So, sehr geil. Freut mich. Dann lasst uns mal schnell schauen, ob wir das Portal noch craften können. Und dann ist die Folge leider schon wieder rum. So, müsste ja an der Werkbank gehen. Da müssten wir jetzt irgendwo Portal stehen haben. Oder auch nicht. Geht das übers normale Baumenü? Macht natürlich Sinn. Ja, macht eigentlich viel Sinn sogar. Guck mal hier, Schmelzofen, das hat man schon. Der Fermentierer jetzt noch. Miete-Kühlvorrichtung. Aber wo ist das? Hier ist das Portal. 10 Augen, 2 Sortelingkerne. Das haben wir doch. Das haben wir bei Sonstiges drin. Wir nehmen uns hier mal 2 Stück raus. Und
noch die Augen. Und dann wäre mal die Überlegung, wo wir das am besten hinbasteln. Wie sieht's denn überhaupt aus? Es ist gar nicht mal so groß. Ist nicht hier drin. Sieht irgendwie komisch aus, aber vielleicht mit hier im Gebäude. Wo ich jetzt auch nicht wüsste, vielleicht hier an die Seite. Aber es ist halt die Frage, ob wir früher oder später hier mal alles noch mit Kisten vollballern. Dass es wirklich so ein reines Lagerhaus wird. Ist vielleicht besser. Ich würde es erstmal rauspacken. Hier im Haus ist irgendwie auch doof. Sieht mir dann alles zu gequetscht aus. Ich glaube, wir bauen es draußen hin. Halt nur die Frage, wo. Hier vors Haus ist irgendwie doof. Hier hinten die Ecke wäre halt noch frei. Das jetzt einfach hier so in die Ecke zu basteln. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir. Ist mit einem anderen Portal verbunden, das über dieselbe oder keine Kennung verfügt. Portalkennung setzen. Ah, okay, wir müssen das jetzt also nennen. Benennen. Ugin. Portale eignen sich perfekt, um schnell große Teile der Welt zu überbrücken. Natürlich musst du auch dafür sorgen, dass an deinem Ausgangspunkt ein Portal errichtet wurde. Gib dann beiden Portalen dieselbe Kennung, um sie miteinander zu verbinden. Cool, das war nämlich auch noch die Frage, die sich mir so ein bisschen gestellt hat. Wie die Portale dann wissen, wie man miteinander, also welches miteinander. Man die hätte hintereinander bauen müssen, aber nein, man muss einfach nur die Kennung geben. Cool, Bronze-Axt-Portal. Hat sich doch gelohnt, die Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.